Guten Morgen! Wow! Gott, Cinnamon ist wieder da. So. Frühstück. Und dann geht's wieder runter in den Shop. Oh Mann, ich bin so müde heute. Ich habe gestern eine Sonderschicht geschoben. Ich habe nämlich eine Wein-Sonderschicht geschoben, weil ich musste ja noch Wein abholen, mein Weingeschäft abwickeln. Ja, da stehen jetzt ein paar Flaschen. Kleine Auswahl. Sehr interessant. Haben wir auch drauf. Also, bis gleich. Boah. Der erste Kunde ist schon da. Hier bei dem guten Rett. Die Feder ist noch da. Die andere Feder hier ist gebrochen. Aber ich habe ja ein bisschen was zu tun. Den Antrieb noch von gestern und ja. So. Ein Regal. Mensch, es wird langsam voll. Nochmal Champagner. Zack. Okay. Das war's. Die Schätze sind eingebracht. Mensch, das ist hier ein Laden. Ey, ich sag euch, eigentlich ist das schon cool. Okay, ich fange an. Wenn ihr mal merkt, dass die Bremse überhaupt nicht mehr funktioniert hier vorne, dann kann es ja nur an folgenden Dingen liegen. Entweder ist der Zug hier drin in der Hülle total eingerostet, das kommt vorne selten vor, kann aber auch passieren. Oder eben die Federspannkraft hier funktioniert nicht mehr, die Bremse selbst. Hier ist jetzt wie gesagt die Feder hier ist gebrochen, hier hinter wird eine Feder gesetzt, die drückt die Bremse immer wieder zurück. Die fehlt. Hier drüben ist sie noch da, ist aber auch rausgerutscht. Die ist auch mega überspannt. Also da hat mal einer richtig dolle, hat es mal richtig wissen wollen. Das geht so nicht. Also in dem Fall Bremskörper komplett abschrauben und austauschen. Die Schrauben hier könnt ihr euch immer aufheben. Die sind schon fast schon Goldstaub. Diese Klemmschrauben. Jetzt schraube ich die Bremsen ab. Dann hoffe ich mal, dass heute meine Ware kommt. Ja, gestern sah es so aus. Wollte einkaufen war hier beim Kollegen, habe ich schon Teile gekauft. Jetzt sah es schon so aus, jetzt zeichnet sich schon so ab, dass eben durchaus auch mal zu einem Materialengpass kommen kann. Und dann, wie gesagt, ist der Laden einfach mal zu. Wieder, ne? Wenn ich auf immer kein Material mehr habe, ist vorbei. Noch ist es nicht so weit. Noch ist das Netz voll mit irgendwelchen Zeug, das man irgendwo ordern kann. Oh, ist das eine Quälerei hier, Herrgott. Das ist ja die vordere Bremse, ey, die muss nun wirklich funktionieren. Das ist ja wirklich kein Weg hier auch und alles. So, die kommt gleich in Müll hier. Die sind auch runtergebremst, hier komplett abgebremst. Insofern alles richtig gemacht hier. Es ist so geil. Plug and play. Mensch, das ist das erste Mal, dass ich mein Weihnachtskalenderwerkzeug hier verwende. Aber guck mal, einwandfrei. Und genau die Funktion habe ich gebraucht. Das ist eine MTB-Gabel, Mountainbike-Gabel. Die ist ziemlich breit, ziemlich weit weg auch von der Felge. Ja, da, hier sind die Spacer, wie ihr seht, da haben sie von Hause aus den kleinen Spacer in. Das ist falsch. Bei der Felgen-Gabelkombination braucht man die dicken Spacer in. Und die setzt man dann so ein. Hier, dicker Spacer, breiter Spacer,
Ausgleichsscheibe, dann kommt es in die Bremse rein und von außen dann Ausgleichsscheibe, kleiner Spacer, Unterlagscheibe und dann die Mutter. Ansonsten ist sie zu weit weg, die Bremse. Funktioniert ja auch, aber die gehen dann zu weit zusammen. Weil schaut mal, wie weit weg die eigentlich immer noch ist und wie weit zusammen das da oben geht. Ja. Ist eine wahre Pracht, ey. Neue Teile. Neue Teile, das macht so einen Spaß. Jedes Mal. Jetzt haben wir ein schönes Cannondale hier. Der gute Mann hat es richtig gemacht. Der ist erstmal zur Tankstelle gefahren, hat das Ding abgekerchert und dann ist er mit Dreckwetter hierher geschoben. Hier ist noch ein ganz alter Reifen drauf vorne. Der ist schon durch hier an der Seite. Der hat ihm dann die Nick gebrochen sozusagen. Hier. Da auch. Nicht mehr schön aus. Ja, du kriegst einen schönen bunten Reifen, einen grünen Reifen. Kriegt da vorne drauf. Ja, so richtig sauer ist das aber nicht geworden, wa? Ich meine, wenn ich an der Tankstelle so ein Ding wasche, oh, wie das aussieht. Eieieiei. Jetzt aber ohne Spät zu wollen mit, wa? Ha! Wieder so ein Übeltäter, da. Seht ihr den? Yay, Lieferung ist gekommen. Gott sei Dank. Wisst ihr, wollte ich ihn eigentlich noch fragen, wie es aussieht? Ob er denkt, es gibt Engpässe? Aber ich vergessen. Im Grunde genommen ist es ja nur wie so ein Steckbaukasten hier, so ein Stecksystem. Einfach alles zusammenstecken. Wenn man es dann abgebaut hat, ist ja alles kein Problem mehr. Schön fett aufs Gewinde, ja. Denk du mal dran. Habe ich jetzt ins Gewinde schon reingemacht. Jetzt noch die Kette. Dann schön Antrieb wieder.
Schaltung einstellen. Null Toleranz, aber ich meine, jetzt Dings nicht für. Schaut mal hier, wenn man die Schaltung einstellen will, dann braucht man natürlich auch ein bisschen Zug. Hier ist nichts, nichts, absolut gar nichts an Zug da. Kann ich die Schaltung auch nicht einstellen. Ja, hi. Hängt ein bisschen Luft in meiner Rettung? Ja, mach. Hängt neben dir. Ah, super. Pumpe steht ja, wa? Ja, steht da oben. Genau. Danke dir. Fertig, das ist gut. Habt ihr eine Kaffeekasse? Gute Frage. Schaut mal, wer zu Besuch da ist. Bibi Born. Sehen wir wie Geschwister aus? Ja. Ruf dich dann an, Tommy, dann kommst du hoch. Mhm. Ja. Mama. Das ist egal. Mama. Ja, mal gucken. Mama. Mama. Warte, pass auf, ich zeig's dir jetzt. Wo ist Papa? Wo ist Papa? Hm? Hm? Der Baum. Papa. Mein Freund, der Baum. Ist die Kratz? Ach, das war was anderes. Warum ich mich weg kann. Wo ist Mama? Das klappt ja sehr gut. Ja, jetzt hat es ein bisschen abgelenkt. Achso, ich denke, das ist nicht abgelenkt. Papa? Hallo. Da siehst du. Ja, siehst du. Wie das wunderbar funktioniert. Einmal frei. So, der gute Schlachter-Outfit hier. Das ist ja mein Schrauberkittel jetzt. Hab so ein feines Hemd an. Da ist es ja nicht so schlecht, hier so einen Kittel zu haben. Medaille, die gerne ich habe, bekanntlicherweise. So. Wahrscheinlich letzte Rad heute, weiß ich nicht, das Wetter ist graus. Gerade. Bremse. Machen wir. So, gut. Hier hinten ist der Bremsbelag runter. Und der Bremszug ist auch durch. Ja. Das behebe ich jetzt. Bremsen an Kinderrädern, ganz wichtig. Immer in Ordnung halten. Und sowas hier darf auch nicht sein. Nicht an Kinderrädern, ne? An Keimrad eigentlich, aber natürlich erst recht nicht an Kinderrädern. Das ist ganz gefährlich hier. Die können sich da verletzen, die hacken da mit dem Fuß rein, wenn sie hier treten. Zack, da ist der Fuß da drin oder was. Und die tun unheimlich weh hier, die Bautenzughöhlen. Na, ich mach mal, ihr beobachtet. Ich kommentiere auch nicht alles mehr, das mache ich auch nicht mehr. Haben wir am Anfang viel gemacht. Vielleicht nochmal, wenn irgendwas Spezielles ist oder so. Aber nicht mehr diese Standardsachen hier.
geht sehr leicht. Aber offensichtlich funktioniert die Spannschraube nicht. Okay. Hör mal. Jo. Fertig ist es. Wie lange haben wir gebraucht? Jo. 20 Minuten. Ah, so. Also, liebe Leute, jetzt ist Feierabend für mich. Ich gehe jetzt nach oben. Die letzten Stunden waren jetzt ein bisschen langweilig. Es war gerade überhaupt nicht los mehr. Alles Interessante, was heute passiert ist, habe ich euch gezeigt. Zu Besuch kam tatsächlich heute keiner. Bei dem Wetter kein Wunder. Also es ist ja wirklich nicht schön. Ja, es hat geregnet. Es ist kalt, es ist ungemütlich irgendwie. Ich habe meinen warmen Tee ausgetrunken und deswegen muss ich jetzt nach oben. Also macht es gut, wir sehen uns morgen wieder. Und morgen ist der erste Samstag in dieser neuen Saison für mich. Und ich hoffe, der wird toll. Der wird toll, auch vom Wetter her toll. Das wäre schön, angenehm. Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy aus dem Keller.